Nochmals herzlich willkommen in Port Royal, dem Sitz des spanischen Vizekönigs hier in der neuen Welt. Ich werde dir helfen, damit du dich schnell in deine neue Stadt einleben kannst. Für den Anfang stelle ich dir ein kleines Schiff zur Verfügung. Du findest es im Hafen. In der Nähe des Marktplatzes stehen die wichtigen Gebäude der Stadt. Klicke sie an, um dort Aktionen durchzuführen. Dort steht auch dein erstes Lagerhaus. Ich werde mich wieder bei dir melden, sobald du deine ersten Waren in einer anderen Stadt verkauft hast. Jetzt, da du weißt, wie man Waren zwischen den Städten transportiert, kannst du mir einen Gefallen tun. Bitte schicke deinen Konvoi nach Port-au-Prince und kaufe 100 Fass Zucker ein. Wir brauchen diesen Zucker in Port Royal für die Rumproduktion.
schön. Nun weißt du, wie du mittels Handel Gold verdienen kannst. Egal, welchen Weg du später einschlagen wirst, vergiss nie, dass du auf die Preise achten musst. Keine Sorge, das wird dir irgendwann sehr leicht fallen. Und das ist auch wichtig, denn du benötigst viel Gold, wenn du einen höheren Rang erreichen möchtest. Höhere Ränge eröffnen dir eine Vielzahl neuer Möglichkeiten. Ich lasse dich nun eine Weile alleine, denn ich muss zu einer Unterredung mit dem Vizekönig. Ich bin bald zurück. Schön, dass ihr mit unserer Stadt in Handel tretet. Thank you.
Sehr gut, das ist erledigt. Kommen wir nun zu Schiffen und Konvois. Hier musst du dir merken, einzelne freie Schiffe haben keine Besatzung und können daher nicht verschickt werden. Um ein Schiff verwenden zu können, musst du es in einen Konvoi umwandeln oder einem Konvoi hinzufügen. Dadurch erhält es automatisch die nötige Grundbesatzung. Übrigens wird pro Konvoi nur ein Kapitän benötigt. Dieser kann im Laufe der Zeit seine Fähigkeiten verbessern. Gut so, doch jetzt zu etwas ganz anderem. Elena, die Tochter des spanischen Vizekönigs, muss zu einer diplomatischen Mission nach New Orleans. Aufgrund der Spannungen, die derzeit zwischen Frankreich und Spanien bestehen, sollte sie möglichst unauffällig reisen. Ich habe dem Vizekönig daher vorgeschlagen, dass du für ihre Überfahrt sorgen wirst. Sie wird sich heimlich an Bord deines Konvois begeben und ist auf diese Weise vor möglichen Widersachern geschützt.
Es hörte sich nach einer einfachen, unkomplizierten Fahrt nach New Orleans an, bei der eine junge Frau zu einem diplomatischen Treffen gebracht werden sollte. Es gefällt ihr nicht, dass sie mit einfachen Leuten reisen muss, um unerkannt zu bleiben. Doch auch der Grund der Reise gefällt ihr nicht. Sie ahnt, dass ihr Treffen mit dem französischen Vizekönig nur dazu dient, sich dessen Sohn zu zeigen. Der junge Kapitän bemerkt ihren Unmut und versucht zunächst vergeblich, sie aufzuhalten. Doch schließlich lacht sie und das Strahlen ihrer Augen leuchtet in sein Innerstes. Doch sie denkt an ihre Mission und denkt daran, dass es einer Frau ihres Standes nicht entspricht, einem einfachen Seemann mehr Beachtung zu schenken als unbedingt notwendig. Und dennoch, ein junger Mann verliebt sich in diesem Augenblick in eine junge Frau. Ausgezeichnet. Du hast eine neue Stadt entdeckt und Elena ist sicher in New Orleans angekommen. Wir können nur hoffen, dass ihre Mission erfolgreich ist und sich das Verhältnis zwischen Frankreich und Spanien bald verbessert. Sie wird noch eine Weile bleiben und später von einem anderen Konvoi nach Hause gebracht. Die wichtigsten Grundlagen hast du nun gelernt. Wie es nun weitergeht, hängt davon ab, welchen Weg du gewählt hast. Ein junger Mann quält sich mit den Gedanken an die für ihn unerreichbare Elena. Selbst wenn sich irgendwann ihre Wege wieder kreuzten, warum sollte sie ihn mehr als eines Blickes würdigen? Schließlich ist er ein Niemand. Der Lauf seiner Gedanken wird von einem aufgeregten Gespräch am Nachbartisch durchbrochen. Zwei Kapitäne fragen sich, was mit der Tochter des spanischen Vizekönigs geschehen ist. Sie hatte nach ihrer diplomatischen Mission in New Orleans ein Schiff zur Rückfahrt betreten, doch das Schiff wurde nicht wieder gesehen. Admiral de Mendoza, Elenas Onkel, sei außer sich vor Wut und will Himmel und Hölle in Bewegung setzen, um sie zu finden. Der junge Mann ist bestürzt, aber er fasst einen Beschluss. Er wird Elena retten. Wenn er zu allem entschlossen beim Vizekönig vorspricht, wird dieser ihm die Chance dazu geben, dessen ist er sich sicher. Und so bereitet er alles für einen perfekten Auftritt vor. Pedro de Vega verschafft ihm eine kurze Audienz. Elenas Vater ist am Boden zerstört. Doch er schöpft Hoffnung aus dem Selbstvertrauen des ihm unbekannten jungen Mannes. Der Vizekönig merkt, dass der junge Mann nicht nur aus Pflichtgefühl handelt und ist sich somit sicher, dass er nicht aufgeben wird, bevor Elena gerettet ist. So, so. Ihr sollt uns nun helfen, Elena zu finden. Aber gut, ihr habt den Vizekönig überzeugt und ich bin sicher, wir können jede Hilfe gebrauchen. Als erstes müssen wir euch für die Suche rüsten. Hier habt ihr Gold und Schiffe. Bildet aus den Schiffen einen Konvoi und heuert Matrosen an.